Moin Moin, herzlich willkommen Leute. So, Livestream dürfte online sein. Seid gegrüßt zum neuen Gold Rush The Game Livestream hier auf meinem Kanal. Natürlich wieder gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube am Start. Grüß mal die ersten Zuschauer auf YouTube, Spielwelt, Alexander, Olaf, Daniel, Friederike, Moin Moin. Irgendwas kaputt geht. Ja, das ist eine gute Frage, Friederike. Für die nochmal vielen Dank natürlich für die Produktionsübersicht. Sieht ganz nice aus. Ist, glaube ich, hat Shelly auch schon von eingebaut. Werde ich im Laufe der Woche mal in LS-Fots vorstellen. Geschieht aus. Moin, moin. Auch wieder ordentlich gebuddelt. André Gaylord Fischer, moin. Jens Brand, moin. Daniel 1980, auch da, moin auf Twitch. Überall zu finden sozusagen. Ja, was machen wir heute? Der Titel heißt natürlich schon wieder Warten bis Winter. Denn ja, wir sind jetzt gerade im Herbst eingestiegen. Das heißt, Wasser fließt meistens im Fluss und ja, dementsprechend heißt es wahrscheinlich gleich wieder baggern, baggern, baggern. Wir hatten beim letzten Mal alles aufgefüllt. Also meiner Meinung nach sind wir startklar, aber das ist auch immer nur so eine Momentaufnahme. Wir können unsere Lichtquellen mal anschalten. Body Blue Moin. Hydraulikschlauch kaufen, also fängt gut an, siehst du? Ich muss heute nichts Neues kaufen. Mahlzeit dort in der weiteren Tierstelle gearbeitet. Sehr gut. Fleißig, fleißig. Ja, dann müssen wir natürlich die Lampe noch anschalten. Dann müssen wir erstmal hinten die Pumpe anschalten. Dann können wir hier noch ein bisschen buddeln. Wo ich auch schon überlegt habe, wie weit kann ich eigentlich Schläuche legen? Ich meine, noch sind nicht ganz so viele Leute am Start, aber weiß einer das? Wie weit kann ich eigentlich von hier aus pumpen? Kann ich praktisch über den ganzen Claim pumpen bis in die letzte Ecke? Weil die haben ja immer so eine Begrenzung, ne? Schläuche meine ich. Da steht jetzt zwar aktuell 0, aber vielleicht weil sie nicht an ist. Und die müsste doch theoretisch mehr Reichweite haben. Oder muss ich denn, wenn ich jetzt das noch weiter haben will, würde ich hier eine Pumpe machen. Da unten wieder eine Pumpe und dann in und out und so verlängere ich das. Weiß das einer? Also wenn jetzt noch nicht, ist nicht so schlimm, frage ich nachher mal. Weil hier der 239 Feet von 328 möglichen. Darf man spenden? Weiß ich nicht. Hi Mystery. Darf man natürlich immer, ne? Aber ich weiß natürlich nicht, ob du das darfst. Ich kenne deine persönlichen Gegebenheiten nicht, weiß nicht, wie alt du bist und so weiter und so fort. So. Aber das wäre, weil ich hatte mal überlegt, wäre es nicht eigentlich sinnig, mit einer mobilen Waschanlage in die letzte Ecke vom Claim zu ziehen und da weiter zu baggern? Weil hier können wir demnächst alles wegbaggern, LKW, zack, rein in die Waschanlage. Ich meine, ich weiß es noch nicht genau, das ist nur mal so eine kleine Überlegung gewesen. Pumpen in Reihe schalten, aber dann musst du bis nach hinten, musst du wahrscheinlich 4-5 Pumpen echt in Reihe schalten. Ne? Und wenn du bei der letzten Pumpe angekommen bist, ist die erste praktisch wieder leer, übertrieben gesagt. Ja, noch stehen wir hier. Wir stehen hier nicht mehr ganz so gut mit unserer Waschanlage. Oh, macht Sinn. Aber ich denke, für zumindest für den Start bleibt es erst nochmal hier. Wir können von der anderen Seite noch ein bisschen zubaggern. Und ansonsten muss man halt mit diesen Wassertanks arbeiten. Ne? Weil da ist es ja ziemlich einfach. Zweiten Wassertank vielleicht. Und einen anschließen, einen mitnehmen. Und schon ist man eigentlich, glaube ich, mit einer mobilen Waschanlage sehr, sehr gut versorgt. Mal vor dem Baggermodus. Auf geht's, die erste Schaufel. Auf das erste Nugget. Das kannst du von deiner Einpumpe lange, lange mit Zwischendinger, weil die Schläuche ja nicht weit genug sind. Ne, die Schläuche auf jeden Fall nicht, aber ich musste wahrscheinlich tatsächlich Zwischenpumpen setzen. Dachte ich nämlich auch. Ich glaube, da wäre die etwas praktischere Variante, einfach ein zweites Wasserfass zu nehmen. Das Sound vom Traktor ein bisschen laut irgendwie. Ist lauter? Ich frage, ob ich 500 machen darf. Sie sagt nein. Das ist klar. Das ist klar. Einfach mal übertreiben, so nach dem Motto. Wer hat die Hosen an, Mystery? Soll ich mal die Mutter fragen? Genau. So ein Ding ist das. Immer nur mit Zwischenpumpen, deshalb lohnt das hintere Teil erst, wenn man die große Waschanlage hat.
Ja, oder wie gesagt mit zwei Wassertanks. Dann spart man sich nachher ein bisschen Fahrwege. Wie lange ist man denn in diesem komischen Truck nachher hier über den ganzen Claim unterwegs? Naja, unser Ziel muss wieder sein, 10 Eimer voll machen. Also, ne, werden wahrscheinlich wieder ein bisschen schlafen. Und ich überlege natürlich tatsächlich auch mal, ja, nachher 10 Tage einfach spulen sozusagen. Ne? Weil sonst sind wir jetzt noch 10 Tage hier beschäftigt. Das dauert ja einfach mal, ja, ne. Jetzt sind wir einfach noch mal 2 Monate am Stream, bevor mal überhaupt der letzte Winter oder vorletzte Wintertag ist. Und ja, das dauert ja ewig, bevor wir, wenn wir dann tatsächlich weiter baggern, dann haben wir nachher hier schon alles weg. Haben natürlich dann auch bestimmt eine 500.000 an Startkapital, so dass wir uns alles kaufen könnten, was wir brauchen. Aber wir haben auch jetzt ja schon an die, na, 200.000 knapp haben wir schon, ne? Kurz warten. Kann das, schreibt mal bitte in die Kommentare, lieber. Das ist jetzt zu laut vom Baggern her. Geht's? Hört ihr Hintergrundmusik? Nee, ne? Wir hören, glaube ich, nur Baggern, oder? War's ja gut. Muss mir Zeit lassen. Guten Abend, Carsten. Moin Moin. Nur Bagger. Der Bagger müsste sich ja den Mietvertrag aufheben. Weil ich würde nicht 10 Tage durchschlafen und hier jeden Tag 3.000 Miete zahlen für den Bagger, so ungefähr. Um da, ne, da kannst du die 30.000 sind ja dann verschenkt. Kann man schon ein paar Teile von kaufen. Bagger ist zu laut oder? Achso, ihr hört nur Bagger. Richtig, kommt an, naja, immerhin. Ist der Bagger zu laut oder geht? Obwohl, ich hänge auch, glaube ich, ein bisschen über dem Generator. Ich glaube, das ist auch das Laute. Mal, jetzt ist schon deutlich entspannter. Ne? Das ist ein bisschen der Generator auch gewesen. So ist sonst blöd vom Gucken her. Aber jetzt muss ich ein bisschen langsamer machen. Moin Speedy. Alles gut, okay, danke Olaf. Den Radlader gemacht, dann erst den LKW eingesetzt, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den Radlader kaufe. Macht es Sinn, den LKW mit dem Radlader zu befüllen? Bin ich zu tief? Ich sehe es nicht. 56, müssen wir ein bisschen warten. Noch mal gucken, wie weit kommen wir denn eigentlich? Was passiert eigentlich hier mit dem Schlauch? Reißen wir den kaputt? Baggern wir noch einfach drüber? Ich hoffe, allen geht's gut. Ihr hattet einen schönen Sonntag. Mal so in die Runde. Geld, Gold erwirtschaften für alles, was du für die große Waschanlage brauchst, dann den Bagger zurückgeben und dann die restlichen Tage schlafen, bis du die große Waschanlage kaufen kannst, sagt Oliver. Ja, so ungefähr. So ungefähr machen wir das.
Letztes Mal waren es ja jetzt an die 50 Unzen oder so, ne? Ich weiß nicht mehr den genauen Wert. Material, was wir jetzt verarbeiten, wird aber hier aktuell, in der aktuellen Position ist es nicht besser, ne, als das, was wir letztes Mal verarbeitet haben. Da brauchen wir also keine großen Sprünge erwarten. Macht dann schon Sinn, den dann zu nehmen. Das stimmt, der ist nicht der schnellste. Ich weiß auch nicht, ob man mit dem Radlader gut auch in den Truck oben reinkippen kann. Oh, Eimer. Number one. Das war super, war in einem See zum Tauchen, okay. Das ist nicht schlecht. Das war eine gute, spannende Sonntagsbeschäftigung gewesen, auf jeden Fall. Passt. Eine schnelle Schaufel, dann sind wir auch wieder bei 100. Bei 80. Oder moin. Ach, genau. Ja, habe ich schon wieder hier. Oder sagen, Thorsten Linder. Das ist, übliche hier so noch. Ne? Prost. Danke für deinen Support. Ich sehe auch gerade 18 Leute auf Twitch unterwegs und 40 sind auf YouTube und 20 haben geliked. Danke für eure Unterstützung. Und ja, wer sich jetzt gerade erwischt fühlt, lasst gerne mal ein Like da. Danke für den. Hatten heute nach langer Überlegung ein Noble Chair Epic gegönnt. Tochter kommt bis Mittwoch. Hab ein langes Wochenende. Dann muss jetzt den 3 Tage arbeiten und dann Woche darauf erst ab Dienstag wegen kurz. Ah, das ist schon heftig. Ja, aber also ne, Noble Chair, also wir sind zufrieden. Sitzt man gut. Also die Langlebigkeit können wir noch nicht beurteilen, weil ich sitze ja relativ viel auf dem Stuhl, sei es Modding, sei es Gaming und so weiter, ne, ist klar. Und dementsprechend muss man mal ein Jahr kann man noch mal drüber sprechen. Oder ja, also für ein Jahr ist ja noch wenig. Bei 3 Jahren sollte man schon sehen, ist er abgewrackt oder nicht. Und sie wurden aber auch ziemlich schnell geliefert. Hat gut geklappt. Ich weiß aber gerade nicht, wo wir den bestellt haben, ehrlich gesagt. Könnten auch bis hier noch gehen, ne? Ich dachte, vielleicht können wir mal irgendwo Grundgestein erreichen. Bestellt, war das günstig sein, okay. Also Shelly wird's wissen. Sie hat die auch geordert, ich weiß es nicht. Schönes Podest hier mit unserer Waschanlage, ne? Mal wieder, ups, Kamera dreht ein bisschen will. Jetzt wieder eine schnelle Schaufel. Ja,
da ist natürlich viel zu wenig drin. Hallo. Ah ja, geht, ne? Ist ein bisschen was reingekommen. Keeper, moin. Hm. Die Richtung war gerade nicht so gut. Oder hier nochmal was wegballern. %75, da müssen wir schon wieder ein bisschen auf den Eimer achten. Ich noch zu Tino so Kontakt selten eher. Also eigentlich derzeit nicht. Gab es jetzt keinen Anlass, Kontakt zu suchen. McManus. Aber wenn du bei ihm zuschaust, was auch immer, Grüße gehen raus natürlich. Ich glaube, er hat die Niederlage immer noch nicht verkraftet. Bittere Dinge. Sportsmänner. Lino, moin, sei gegrüßt. Das ist nicht ganz voll. Ich glaube, die können wir schon abkippen. Ah, ganz knapp. Eimer. Das war wieder so ein 100% Ding. Ja. Aber wir wollen es nicht beschwören, ne? Ich wollte gerade sagen, das läuft ja gut bisher. Ich meine, in dem Moment, wo man es denkt, ist es eigentlich schon, ist es schon gegessen, das Thema. Vielleicht geht irgendwas kaputt. Spannendes Baggern hier auf jeden Fall. Was passiert denn da mit dem Schlauch jetzt eigentlich? Aber das ist halt so, jetzt wissen wir wirklich, was wir hier noch alles wegbaggern können. Bevor sich ein Umzug lohnt, ne? Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt diese Stelle schön abgrasen hier und war dann die Überlegung, ans Ende vom Claim zu ziehen. Ich wollte noch einen mehr mobilen Wassertank kaufen. Dann abwechselnd da die Pumpe bedienen, hier die Waschanlage bedienen. Bei großen Waschanlage gibt noch mehr kaputt, das stimmt. Da bist du wahrscheinlich zumindest also jedes Mal am Regenwetter was am Reparieren, ne? Kann mir gut vorstellen. Keks, moin moin. Auge auch, Lavend. Hier fehlt auch nicht viel zum Grundgestein. Aber es ist ganz gut, also, ne? Wie gesagt, zwei Eimer haben wir jetzt schon. Nach, ja, gut 10 Minuten fast pro Eimer. Das ist jetzt keine Rekordzeit. Aber mehr als waschen kann die Anlage ja auch nicht. Wir machen ziemlich weite Wege mit dem Bagger. Aber ansonsten haben wir halt hier Wartezeit, ne?
Zeit zum Kaffee trinken. Ja, genau. Das ist leider kein multiplayerfähiger Titel. Nee, schade eigentlich. Aber es wird ja wohl nächstes Jahr einen multiplayerfähigen Titel geben. Vielleicht noch im Laufe des Jahres eine Beta. Ich weiß nicht genau, wie weit die da sind. Das kann ich nicht sagen. Mal gucken, wie gut die das umsetzen, ist natürlich auch mal eine Frage, weil ich meine, das haben die hier schon gut umgesetzt. Es hat natürlich auch noch eigentlich Potenzial nach oben. Nicht nur Stichwort Multiplayer, sondern vielleicht auch Stichwort Truck-Auswahl oder Packer-Auswahl, was auch immer. Mods gibt es ja leider nicht. Weil das ist nur das ganze Spiel mit zwei Bagger gibt, ist ein bisschen arm. Ne? Ich finde, ja, da wäre Potenzial für mehr. Andere Marken vielleicht auch, was auch immer, Lizenzen. Natürlich immer eine Preisfrage, aber ich glaube, das war schon ein Stück weit ein Erfolgstitel hier. Allein schon durch die Serie auch, ne? Wo ja auch immer Werbung war im Fernsehen für das Game hier. D-Max. Weiß nicht, ich habe keine PlayStation. Ich glaube nicht. Weiß ich aber nicht. Kann ich nichts Verbindliches zu sagen. Oh, 60% schon wieder, das geht auch. Ich muss die Anlage tunen können. Matthias, moin. Oft Maschinen verschwinden nie aus dem Lagerplatz, da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Nee. Da muss man, was heißt noch, musste man nicht noch zusätzliche Kapazitäten freikaufen, um mehr Maschinengeräte auf den Claim zu kriegen? Also große Geräte. Schönen guten Abend aus Tirol, sagt Markus. Ja, Grüße zurück nach Tirol. Aus dem Norden Deutschlands. Wir hoffen auch wieder auf viel Magnetit. Wenn man schon vorstellen könnte, dass wir noch so viel Gold zusammenkriegen, dass wir also mindestens eine Verbesserung uns leisten können. Welche das denn ist, das müssen wir gucken. Das kann ich noch nicht sagen. Ob es nachher nur die Menge ist, die wir auf einmal schmelzen können. Weil die Zeit und die Kosten, glaube ich, dafür braucht man sehr, sehr viel Magnetit, dass wir wahrscheinlich realistisch erst mit der nächstgrößeren Waschanlage erreichen. Wenn wir merklich mehr Material hier schaufeln und durch die Waschanlage eben auch einen effektiveren Wirkungsgrad hat. Einfach heiß. Oh. Wir haben Schlauch fest. Nein. Wir müssen den Schlauch mal umlegen. Machen wir gleich. Wir machen jetzt nochmal voll. Machen wir noch eine schnelle Schaufel, weil der Eimer gleich voll ist. Fast gar nicht getroffen. Schön, ich habe doch einen Eimer hier hingekickt. Ist er runtergefallen? Ja, da liegt er. Oh, in die Grube gesprungen. Und geht er nicht, weil er jetzt an ist oder wieso? Was ist da los?
Ich habe gleich den falschen Knopf gedrückt, oder? Das wird's gewesen sein. Klappt doch. Und? Nicht für Maschinenteile. Ja, okay, das stimmt. Habe ich nicht wieder angemacht, ne? Das stimmt auch. Da war er wieder. Der Schlendrian. Keine lange Unterbrechung haben. Wo ist denn unser das Treibstoff? Hier ist echt laut, ne? Das finde ich auch laut. Das ist, glaube ich, nicht nur für euch als Zuschauer laut, das ist auch für mich laut. So, dann werde ich jetzt das einmal vollgraben. Dann müssen wir gleich einmal hoch zur Pumpe sprinten, damit die auch wieder genug Diesel hat. Dann müssen wir aber erstmal ganz entspannt jetzt die Waschanlagen wieder füllen. Damit sie auch läuft. Nicht so viel Pause da ist, ne? Klaus und Andreas. Action. Moin moin. Ein bisschen was wegbaggern hier. Geht neben der Anlage. So, eine kleine Schaufel. Minikeule. Moin moin. Grüße auch. Ja. Natürlich an die neuen Twitch-Zuschauer. Und nochmal die Info, liebe Leute, wenn ihr Amazon Prime habt und den Twitch-Kanal noch nicht supportet, habt ihr die Möglichkeit, kostenlos den Twitch-Kanal von uns zu supporten. Vielen Dank. Schon mal wieder vorab. Sind ja schon eine ganze Reihe. Aber manchmal muss es, glaube ich, auch aktiv verlängern. Glaube ich zumindest. Ich weiß es selbst nicht. Prozent, das soll mal kurz mal so. Ich renne mal hoch auf den Hügel und schmeiß da einmal schnell diese rein. Im besten Falle können wir dann einfach weiterarbeiten. Das wäre nämlich hier bald. Ups. Das wäre schon bald soweit. Und hier müsste echt Grundgestein fast sein. Das kann nicht viel tiefer sein. Oh, guck sie an, hier 7%, jetzt ist er gerade leer. Nicht viel Baggerzeit verloren. Nicht viel Waschzeit, was auch immer. Wo sind jetzt beim vierten Eimer immerhin? Prost. Immer nach einem Monat muss man das verlängern auf, okay. Danke für die Info. Ja, also wie gesagt, wenn jemand Twitch Prime hat und den Kanal supporten will, kostenfrei auf Twitch mit Amazon Prime, weiß es, dann schon mal danke. Muss man aktiv verlängern, okay? Wird dann auch, ich glaube, die kriegt man auch immer eine Meldung hier im Chat, ne? Bin ja noch nicht so der Twitch-Profi. Werde ich auch nicht werden, aber wie gesagt, ein bisschen nutzen werden wir schon. Moin moin Hans, der kann's. Die Minikeule? Achso, du bist die Mini. Bist du die Minikeule? Ich krieg das ja so nicht immer zusammen. Man kann sie mir im Zweifel auch nicht alles merken. Sorry dann. Trotzdem danke für Support jeglicher Art. Diesel ist 19. Moin moin. Schon wieder zu 65% gefüllt. Das geht gut voran hier. 14 Uhr.
komisch. Obwohl ich dran gedacht habe und es von ausgesprochen habe, ist immer noch alles heile. Ein neuer Follower, Württemberger Let's Play. Vielen Dank fürs Folgen. Ups. Und Micha 23886. Vielen Dank auch für dich natürlich fürs Folgen. 6976 noch geht's. Felix, moin. Grüße mal neue Zuschauer insgesamt. Vielen Dank fürs Reinschalten. Auch wenn es kein LS ist, freue ich mich natürlich immer, wenn ein paar Leute reinschalten. Und Württemberger Let's Play abonniert mit Twitch Prime. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Danke, danke. Das ist so easy, ne? An sich easy und kostet euch nicht 1 Cent mehr. Amazon Prime hat der eine oder andere E. Und natürlich ist es Support und wir haben ja auch gesagt, auch wenn einige sagen, ne, das ist sozusagen das auf der Marge da im Shop-Bereich auch noch was für die Twitch Prime-Mitglieder geben soll. 87%. Ja, das war ein bisschen hinter die Anlage, würde ich behaupten. Das war schon wieder besser. 92%. Eine Schaufel noch. Ich weiß gar nicht, hier sind wir noch nicht so tief oder ich krieg. An dieser Ecke kriege ich nicht gut gebaggert heute. Ich hoffe mal wieder ganz aufmachen. So, die 100 sind voll. Ich eile. Das läuft doch wie am Schnürchen. Wieder anmachen nicht vergessen. Oder den Strom. Ziehen. Kann man natürlich auch machen, ne? Und zurück in den Bagger. Danke, danke. Und man, keine Änderung, nur das Sub-Symbol ist irgendwann weg. Dann kann man es sehen und bei dem Sub-Menü kann man sehen, wann man wieder mit Prime subben kann, okay? Muss ich selber eigentlich auch mal gucken, weil wir ja auch Amazon Prime haben. Gut, oder? Und 50 Leute sind auf YouTube am Start, 40 haben geliked, 2 haben disliked. Insgesamt vielen Dank für den Support. Ja, wollen wir mal weiter gucken hier. Wollen wir ein bisschen was finden an Gold. Nuggets. Hatte ja jemand in den Kommentaren auch erklärt, ist tatsächlich so ein Ding. Ja, ist eine Starthilfe, ne? Ist vom Spiel eine Starthilfe einfach. Mit der Zeit gibt es weniger Nuggets, nur noch ganz gelegentlich vielleicht mal eins. Aber große Nuggetzeit, die wir gehabt haben, die ist vorbei. Patrick, 1719, vielen Dank fürs Folgen. 37 Zuschauer auf Twitch, Wahnsinn. Fast mehr Zuschauer auf Twitch gleich als auf YouTube. Also, was ist da los? Moin, moin. Und rein damit. Fast 50, das war gut. Markus 2592, vielen Dank. Auch da fürs Folgen. Oder sind jetzt alle YouTube-Zuschauer auch drüben auf Twitch? Gerade mal rüber geswitcht. Kann wieder auch sein. Enrico Holz, moin. Ich kann auch behaupten, ich habe wahrscheinlich schon mal besser gebaggert. Aber es geht. Frage ist nur, wann legen wir uns schlafen? Ich meine, also, ne, den Bagger haben wir heute auf jeden Fall verdient. Und den Gold, was wir hier drin haben, wir wollen auch ein bisschen Plus machen. Wir wollen aber auch näher Richtung Winter kommen. Und theoretisch haben wir jetzt noch 18 Ingame-Tage, bis wir zu den billigsten Kaufzeitpunkten die Gerätschaften kommen, also 18 Ingame-Tage. Aber wenn man jetzt jeden Tag gut ist,
Da sollte noch ein bisschen, ist noch Potenzial für Ertrag auf jeden Fall. Das geht auch schon wieder, ne? Jetzt haben wir wieder kurze Wartezeit. Oliver findet den Chat besser auf Twitch, okay. Twitch ist halt, ja, Streamer-Plattform, ne? Kann man wirklich sagen. Livestreamer-Plattform, was YouTube noch nicht ganz so drauf hat. Aber sich auch, finde ich, in dieser Zeit schon verbessert hat. Aber wer weiß, wo die Reise hingeht. Deswegen kann ich schaden, beide Systeme zu kennen und auch zu nutzen. Und da kann ich nicht... Und da hänge ich schon wieder fest. Was ist das denn? Das ist ein böses... Das ist schon... Naja, das ist ja noch kein Grundgestein. Da kann auch sein, ein Grundgestein, dass wir die Schaufel kaputt machen, ne? Habe ich vom letzten Mal, habt ihr das, glaube ich, geschrieben? Passt gerade so. Dann müssen wir bald nochmal einen Meter weiterfahren, aber noch haben wir da hinten so viel zum Wegbaggern. Fast 90%. So, hier Baggerprofi. Jedoch. Aber sportlich hier, ne? Also man ist die ganze Zeit schon in Bewegung. Jetzt haben wir wieder kurz eine Kaffeepause. Wollen natürlich ordentliche Cleanouts haben. Ich möchte auch beides haben. Ich will Magnetit haben, viel, aber ich will auch viel Gold haben. ...80%. Also, ne, 4 Schaufeln noch ungefähr. Weil das Spiel, dass du Gefahr läufst, die Schaufel kaputt zu machen. Okay, weil hier muss es ja eigentlich so fast schon so sein, ne? Hier kann ja nicht viel fehlen, bis man auf dem Boden kratzt. So viel zu schaufeln. Können wir bestimmt noch 2-3 Eimer voll, bevor wir nach hinten setzen müssen. 92%. Dann noch eine Baggerschaufel von der weitesten Stelle, so ungefähr, der mitweiteste Stelle. Das ist hier drüben. Hier ist auch ziemlich dunkel in der Ecke, ne? Natürlich, weil der andere Scheinwerfer da auch nicht hinstrahlt. So, wieder fein säuberlich. 99. Wo wir da sind, sind wir bei 100. Oh nein. Und David. So.
kein Material mehr drin. Das hier ist gefühlt irgendwie so ein Felsen, in dem ich nicht richtig beikomme. Gibt es natürlich nicht. Im Spiel, dass da irgendwelche Felsen sind, an denen man nicht vorbeikommt. Ich glaube zumindest. Ja, Finger sollten wir da auch nicht wegnehmen. Machen wir aber auch nicht. Ja, da sehen wir doch Grundgestein. Da haben wir scheinbar nur ganz vorsichtig ein bisschen oberflächlich gekratzt. Also eine Meldung habe ich da jetzt noch nicht gelesen. Was machen wir denn da mit den Scheinwerfern? Und da wird's nicht mehr. Das beste Material von ganz weit unten. Ich würde sagen, schön alles vorbeikippen. Naja. Gerade die Produktionsübersicht geladen. Wow, Respekt, sehr gut. Ja, genau. Flerik hat sich für LS, wie gesagt, zeige ich dir im nächsten Video, Arbeit gemacht, eine Produktionsübersicht zu gestalten für alle Produktionen auf der Marsch. Stand, würde ich sagen, 2.0, ne? Ist für Neulinge sowie natürlich auch vielleicht Fortgeschrittene schon eine interessante Übersicht. Da sieht man auch immer wieder, was das alles miteinander verschachtelt ist, ne? Ich gestern heute so ein bisschen die Schaufel wieder komplett aufzuklappen. Ein bisschen das Problem, warum ich teilweise nicht so richtig weit kratzen kann. Prozent schon wieder. Der nächste Eimer ist auch bald fertig. Ja, ein Cleanout machen wir natürlich auch wieder zum Ende des heutigen Streams. Gucken, wie weit das noch klappt hier, wie viele Eimer wir zusammenkriegen. Bei der aktuellen Geschwindigkeit sollten wir mehr als 10 Eimer schaffen, bis gut und gerne 10 Uhr, ne? Aber wir sagen lieber nichts. Oder seid verläuft. Mal hinten wieder gucken. Da ist die Meldung, ne? Krebs hartere Erde. Du wirst deine Zähne sehr schnell zerstören. Finde einen besseren Platz im Graben. Nehmen wir nicht so an.
Wir haben ja schon stabile 10 auf Lager, ne? Aber natürlich berücksichtigen wir auch ein bisschen die Nachricht. Wir haben noch genug andere Stellen, wo wir ein bisschen was weggraben müssen, bevor wir noch einen Meter weiter fahren. Und dann kommen wir aber auch langsam nicht mehr gut an die Anlage ran. Müssen wir eigentlich die Anlage mal von da wegziehen. Das ist eigentlich auch noch eine Idee. Und alles mal ein paar Meter weiter, damit wir diesen Podest, wo die Anlage drauf steht, eben auch wegbaggern können. Cirado, vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. 978 Follower, nur mal so als Info. 22 fehlen noch, dann hätten wir 1000 Follower auf Twitch. Warte mal, das hat gerade so geklappt. Da hat keine Meldung. Hydraulikschläuche war auch gut, dass wir die verbesserten gekauft haben, weil sonst wären die jetzt bestimmt schon wieder kaputt. Ich sollte mal sehen, dass er einmal 100% hat, ne? Das muss ich mal gucken. Das muss ich mal sehen. Nummer 6. Sechs Stück in einer Dreiviertelstunde. Das ist gut. Ist aber wahrscheinlich die Pumpe bald wieder auffüllen. Aber ich glaube, in der aktuellen Jahreszeit auch nicht ganz so wichtig. Die Pumpe leer läuft, ja, ich meine, gut wegen Filter oder so, ne? Jetzt müssen wir es einfach nur schaffen, auf 100 aufzufüllen. Gleich einmal hochlaufen, die Pumpe wieder vollfüllen. Das ist dann genug für die nächsten drei Eimer. Ich will jetzt auch nicht alles ausmachen, ne? Dann schlafen wir lieber danach ein paar Tage mehr. So, unsere Chance mal los zu rennen. Keine Zeit verlieren. Bei 1000 Followern wollte Shelly einen Langstream machen. Das ist lange her wahrscheinlich, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was sie hatte. 300, 400, 200, ich weiß es eigentlich nicht genau. Ist auch wurscht. Das Fallen Agrar, moin. 4 zu 0, 4 zu 0, 4 zu 0. Grüße gehen raus. Aber das ist, wenn man sich blau aussucht, ist auch komisch. Naja, wir können ja froh sein, dass überhaupt wieder Fußball ist, ne? Wahrscheinlich jeder hier, aber ich bin froh. Lauser Gamers, guten Abend.
Ah, schon wieder 50% fertig. Da ist der 9. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich denn das am besten mache mit der Anlage. Soweit ich die denn wegfahren muss. Und noch können wir hier ein paar Schaufeln rausholen. Also für den Eimer reicht es allemal. Das sind ja nur noch, was weiß ich, 10 Schaufeln so ungefähr. Dann hat sich das auch erledigt. So, LauserGamer fragt, wie geht's, at Chat und at Chelly. Ja, also mir auf jeden Fall schon mal gut. Danke. Ich hoffe natürlich alle anderen im Chat werden auch aktiv. Gute Frage auf jeden Fall in die Runde vom LauserGamers. Bayern hätte jetzt nicht unbedingt gegen Union gewinnen müssen, ne? Aber okay. Alter Dortmund hat geholfen. Einer unglücklichen Situation. Das ist das normal. So. Ich will vielleicht nicht ganz so viel schlafen, weil wenn es friert, friert auch der Boden und du kannst nicht mehr graben. Achso. Ah, da ist der Boden schon wieder. Das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn denn jetzt sozusagen bis Winter und im Winter schlafen wir dann viel, kaufen wir alles. Werden wir auch ein bisschen ein paar Ingame-Tage wahrscheinlich brauchen, das alles sauber schick aufzubauen, hinzustellen, hier hinzutransportieren oder transportieren eben auch zu lassen. So, 82%, das ist nochmal hier richtig gutes Material von unten. So, kein Chat da bei LauserGamers, ne? Keine Antwort, das ist ja auch dran. Oder die überlegen alle noch. %90. Aber mittlerweile klappt es auch auf der Seite besser. Mit vollen Schaufeln. Das reicht für die 100. Außer Gamers allein auf Twitch, ja, ich weiß auch nicht. Die anderen überlegen noch. Oder sind schon eingeschlafen beim Baggern hier. Das kann natürlich auch sein. Nach dem Motto ist kein Counter-Strike hier, ne? Entspanntes Baggern. Ja, wo graben wir hier noch? Es geht eigentlich nur in die Richtung, aber in die Richtung laufen wir natürlich dann auch bald Gefahr, dass wir unsere Schaufel kaputt machen. Das wusste ich nicht, dass es so... Ich weiß nicht, wie schnell das auch geht. Und ohne ohne Spitzen vorne in der Schaufel können wir wahrscheinlich nicht mehr so gut graben. Ah, es kommt Leben in Chat auf Twitch. Guten Morgen. Ne, nicht ganz. Wir spielen nur nebenbei noch LS und muss dann immer das Spiel verlassen, um den Chat zu schreiben. Das ist natürlich schwierig. Sehr schwere Frage, glaube ich. Ja, ist körperlich sehr geschafft, geistig super gut. Also geteiltes Leid. So, und bei LauserGamers ist dann auch alles fit, oder was? Muss deine Fahrzeuge vor der Permafrostzeit eh in die Halle fahren, okay?
Kriegt er auch mal eine Info? Das ist ja im Winter dann irgendwann, ne? Das wird ja wahrscheinlich nicht im Herbst schon sein, oder? Ja, da muss ich aufpassen. Da kratze ich schon wieder eher am Baggerfundament. Ich glaube, ich stelle die Anlage gleich dazwischen, Richtung Pickup. Ist ja gut. So hat es der Boden auch nicht. Verliert man Einzelzähne oder sind alle auf einmal kaputt? Oder geht das so ein bisschen Stück für Stück? Krippengegner. Was? Krippengegner. Moin. Alles in die Hütte beim Erklängern, weil sonst der Frost Schäden am Schläuchen und Co. anstellt. Okay. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, es wird ein bisschen ausgebremst hier, wir müssen auf jeden Fall nochmal umsetzen. Hier laufen wir bei Gefahr, die Schaufel zu destroyen. Und da es noch dunkel ist, werden wir wahrscheinlich einfach mal eine Nacht schlafen. Und am nächsten Morgen umsiedeln. Weil die ganze Nacht durcharbeiten, das tut nicht Not. Kann man denn bis zum Boden mit dem Radlader ganz gut arbeiten? Weiß das jemand? Oder meckert er dann auch? Hier muss ich doch bis zum Boden so nicht kommen. Oh oh. Da steht eh schon schräg. 68%. Irgendwie müssen wir es noch schaffen. Stück für Stück. Diesen Eimer machen wir in dem Spot noch voll und dann, wie gesagt, aber die vollen Eimer schon mal mit zum Zelt nehmen, da schön auf die Bank aufreihen. So blöd, dann bist du was verloren unterwegs. Dann sind es auch schon 7 Eimer, ne? Oh, krass. Wieder wenig Diesel im Tank. Finde ich gar nicht. Das ist ja noch völlig orange. Und noch nicht mal 2 Stunden baggern kann ich in Ruhe. Das werden wir nicht erleben. Aber 88% haben wir, diese Schaufel noch, gibt uns die 95, eine Schaufel noch mehr, dann sind wir bei 100, dann passt das. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch echt alles wieder auffüllen. Ja, sonst laufen wir dann ja wieder Gefahr,
So, das war aber schon mal nicht schlecht, finde ich, für die erste Geschichte hier. Ach, stopp. Damit. Immerhin 7 Eimer für eine Stunde. Ja, eine Stunde, ziemlich genau eine Stunde. 90%. Aber es ist natürlich klar, hier ist ein umfangreicher Umbau nötig. Ansonsten wären wir ja nichts mehr. Sind wir doch mittlerweile zu sehr auf der Ecke. Müssen hier raus. Wenn ich alles so nah an Abgrund stellen. Das wird bestimmt das eine oder andere Feld nachher runter. Einmal gegengelaufen. Zack, weg ist es. Ja. Erstmal alles zur Seite räumen, ne? Geht das mit dem Ausfahren nicht hin? Irgendwie ist das Gefühl, ist das schon voll ausgefahren bei mir. Alter! Ich glaube, so haben wir ihn erstmal safe. Oh, die Lichter sind wieder an. Also immer, sobald, also wir sind so heftig gelockt, aber sobald man irgendwie einen Schlauch abzieht, sind sie praktisch ohne Schutz. Creeping-Gegner, vielen Dank für deinen Support. Vielen lieben Dank. Finde ich halt jetzt mega langsam, oder? So, der ist auch noch da. Das ist die Schlauchumwandler da. So, haben wir das auch gerettet. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt mit den ganzen Eimern da schon beigehen. Egal. Obwohl, naja, geht doch nicht noch weiter auszufahren, oder? Ich weiß eh noch nicht genau, wo ich als nächstes bagger. Der ist voll ausgefahren, oder? So, das schon mal eine bessere Ecke. Das ist komplett eingefahren, okay.
Ja, machen wir Stopp mal, ne? Muss ja auch nicht die Nacht überlaufen. Das Loch haben wir gebuddelt. Den müssen wir noch mal gucken. Das ist ja auch nicht, ist nicht ganz verkehrt. Das passt schon. Das ist besser als vorher. Also ein bisschen aus dem Weg haben. Da haben wir ja noch die Pumpe gar nicht ausgemacht. Schmeißen wir es mal hier hin. Super. Halb 10 hier im Spiel, auch fast halb 10 in Real Life, ne? Also dementsprechend Zeit für Feierabend. Nicht für den Stream, aber für unseren heutigen Ingame-Tag hier. Ach ja, schön Fernlicht anmachen, aussteigen. So, liebe Leute, wollen wir hier einmal hier mal aufreihen. Habt uns Lagerfeuer. Immerhin schon mal der erste Schwung. Sind acht. Ist das echt schon 8 Eimer? Ich dachte, wir werden 7 Eimer. Und vielleicht schon 8. 8 Eimer in 60 Minuten. Ohne natürlich aber auch ohne Störung zu haben. Das hat man ja auch lange nicht immer. Dafür haben wir jetzt natürlich eine Menge Zeit. Also wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr so viel schürfen heute, wenn ich jetzt auf die Uhr, das ist schon halb 10, wie gesagt. Bevor wir alles wieder umgebaut haben. Wird wieder einiges an Zeit vergehen, also schnell schlafen gehen. Dann müssen wir auf jeden Fall tanken. Bis zur Dämmerung. Aber noch mein Traum. Kubik. Ich glaube, das ist Rekord. Für einen Ingame-Tag. Also meiner, ne? Nicht schlecht. So kann es weitergehen. Wir holen uns erstmal unseren Sprittank. Wollen mal gucken, dass wir die anderen Eimer jetzt noch vollhauen. Dann haben wir auch alles, was wir ankoppeln können, da in der Nähe stehen. Ne? Auch nicht ganz so schön. Aber dauert ja nicht mehr lange, denn verlangt der Bagger wieder nach Nachschub.
Ach ja, das liebe Licht. Ich mach das andere schon mal wieder an. Und die Nacht über war es sparsam. Oh, bist du wieder, moin. Oh, ein bisschen mehr Licht beim Tanken hier. Ja, mal gucken, dass wir die Waschanlage gerettet kriegen. Aber erst nehmen wir den mobilen Wassertank weg. Bei 7 Eimer hätten wir noch rumstehen. Also da fragst du den falschen Korbsdealer. Sag mal, kann es sein, dass der D-Rocker und Glacier kein Wasser nehmen? Nix Plan. So, den können wir dann auch gleich noch auffüllen und der ist gerade voll. Den Kanister haben wir hier vorne hingeworfen. Okay. Da ist aber auch nicht viel. Was bei dem fehlt hier. Ja, fahren wir am besten das gleich wieder weg, ne? Dann ist es aus dem Weg. Fahren wir noch bei dem anderen vorbei. Der ist voll, aber der kann es ja nicht. Na gut, 43% reicht auch nicht, ne? Also wir können die eigentlich schon wieder zu der großen Tankstelle fahren und den da erstmal stehen lassen. Jetzt der mobile Wassertank weg, dann die mobile Waschanlage weg und dann kriegen wir es auch irgendwie gerettet. Das Fahrzeug ist nicht so feinfühlig, ne? Ups. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht versinkt. Den retten wir schon mal. Ach, nicht so schlimm. Machen wir mal ein bisschen aus dem Weg, weil der wird ja eh hier angeschlossen werden, ne? Aber das ist wahrscheinlich viel zu... Wo man uns der Bagger retten kann. Das können wir auch zurücksetzen. Aber so ist cooler. Thank you.
gut. Noch die Frage. Wohin damit? Ah, die Sonne kommt rum. Das ist doch schön. Gerade rechtzeitig. Problem bei der ist ja auch, die brauchen eine relativ gerade Fläche, ne? Um überhaupt funktionieren zu können. Ich will ihn aber auch mit dem Bagger erreichen können. Also da, wo er jetzt stand, soll sie natürlich einfach ein Stück weiter stellen oder wie. Wenn wir das jetzt hier hinkriegen sollten, dass sie gerade steht. Nicht so aus. Und hierfür könnte man jetzt gut einen Bulldozer haben. Weil hier ist nirgendwo ein gerades Stück. Also glaube ich nicht so gerade, dass er uns erlaubt, die Waschanlage da zu betreiben. Und hier könnte das ungefähr klappen, ne? Ist ja auch wieder schön am Abgrund. Abkoppeln darf ich sie schon mal. Wenn wir auch Strom anschließen darf. Darf ich auch. Dafür wird auch einen Eimer runterstellen. Darf ich auch. Ich habe den Wassertank da stehen lassen. Da müssen wir das vielleicht sogar wegen den Schläuchen. Eine doppelte Schlauch, also ist gar kein Problem. Das ist der Adapter. Aber ist auch gleich wieder verkabelt, oder? Bist du nicht der Mutter von NF Marsch? Das bin ich. Schon. Schlimm? So, in, out, out 1. Nehmen wir. Das reicht bis hier hin, das ist gut. Kleiner Schlauch liegt hier. Zupf, zupf, zupf. Alles wieder verkabelt. Das war easy. Oh, warte, kann ich auch. Ja, Strom. Warte, Strom. Erstmal Strom. Doch, sie wäscht wieder. Sehr gut. Reicht also von der Geschichte hier aus. Dann machen wir hier mal auf Power. Und einmal zum Fluss. Ja. Das kann sein, Jens Brand schreibt. Glaub fast alle hier, die reinschalten und auch als spielen, feiern nicht mehr voran. Die ist Großteil auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Nie darauf geachtet, dass sie gerade steht, dass er bisher Glück gehabt. Also ich hatte tatsächlich letztes Mal die Meldung, ging nicht. Wegen zu schräg. So, liebe Leute, lasst uns noch eine halbe Stunde oder so baggern. Ich habe den Scheinwerfer da hinten nicht eingeschaltet. Der soll natürlich auch gerne strahlen, auch wenn es nicht dunkel ist. Mehr Licht schadet nie. Mika feiert die Map auch. Das ist schön.
Hier der Grundgestein, ne? Da sehen wir es auch. Die Waschanlage, meine ich, stand auch auf einer Kachel, also ne, auf einem Stück Land, was wir, wo wir gebohrt hatten, wo wirklich guter Goldertrag drin war, ne? Lass mal irgendwie so ein bisschen hier. Das reicht erstmal, um den Vorsprung hier wegzubaggern, wo die Waschanlage die ganze Zeit drauf stand. Das dürfte relativ schnell gehen. So viel ist es ja nicht, aber es ist ein guter Boden hier auf jeden Fall. Da holen wir nochmal ordentlich Gold raus. Jetzt müssen wir schon kurz warten, wo wir über sind. Da müssen wir auch ein bisschen warten und Kappe drehen. Weit wir hier kommen, wieder bis zum bösen Boden. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch ganz gutes Licht, ne? Sodass wir den Boden vielleicht hier vorsichtig kratzen können. Und trotzdem sind wir wieder so weit drüber. Das ist ein bisschen zu wenig gewesen. Einmal voll machen, bitte. Hier haben wir wieder gutes Material. Da müssen wir immer ein bisschen warten. Wir sind ein bisschen ausgebremst hier. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite und versuchen ein bisschen so Richtung Grundgestein abzugraben. Hier ist noch zu viel Vorsprung, deswegen kommen wir nicht so tief. Müssen wir da erstmal was wegnehmen. Na toll.
Aber ich glaube, viel mehr hatte ich tatsächlich in meinem Spielstand mit fast 100 Folgen das eine Mal auch nicht weggebaggert, oder? Was du abschätzt, ich glaube, das ist echt nicht viel mehr gewesen als das jetzt hier. Prozent. Der erste Eimer ist auf jeden Fall bald voll. Immer noch alles auf Old Arnold. Ich bin schon ziemlich sicher, dass wir 10 Eimer schaffen, würde ich behaupten. So, da müssen wir aber auch dafür nicht so viel verschwenden gleich. Schaufel einmal schnell voll machen. Da haben wir die 100. So, da hätten wir wieder einen schönen Eimer mit sehr gutem Material. Mal gucken, ob wir später merken, ob wir, obwohl, wenn wir das alles wieder zusammenschütten, merken wir es natürlich nicht. Wieso sind das eigentlich immer noch 10 Tage bis Winter? War das nicht vorhin, stand das nicht auch vorm Schlafengehen schon da? Jetzt bin ich verwirrt. Ich guckte gerade so 10 Tage, dann müsste das nicht eigentlich 9 Tage für Winter jetzt sein? Kann noch etwas weggegraben werden. Man kann sagen, also 20 Schaufeln braucht man. 20 gute, volle Schaufeln für einen Eimer. Schürfmaterial. Also ein Eimer goldhaltiges Material. Kommen wir aber zu weit weggefahren, dann kommen wir da aktuell auch gar nicht mehr ran.
Winter ist coming, ja. Aber 10 Tage bis Winter. Das hatte ich eigentlich vorm Schlafen gehen, meine ich schon. Würde den Stream gerne nochmal zurückspulen, am Anfang nochmal gucken. Wir haben ja eine Nacht geschlafen. Ist gerade nicht. Ich habe jetzt mit 9 Tagen bis Winter gerechnet. Das ist doch hier Tag für Tag, oder nicht? 58% sind im Eimer. Auch ein anderes, ne? Von denen könnte kaputt sein, 58%. Wir könnten natürlich auch mal untersuchen, wie gut unsere Hydraulikschläuche und wie gut die Baggerschaufel noch ist, aber ich glaube, das soll man so. Irgendwann wird er schon meckern und ist kaputt. So, 76 Leute sind noch am Start, 51 haben geliked, vielen Dank dafür. Wenn ihr noch nicht geliked habt, oder wie auch immer nicht gedisliked habt, macht was ihr wollt. Aber macht was, vielen Dank auf jeden Fall. Fürs Teilnehmen, fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Ja, war vorm Schlafen auch schon 10 Tage. Komisch. Weiß ich nicht, wann das. Vielleicht geht das erst mittags jetzt. Oder ist irgendein Bug? Man weiß es nicht. Man weiß aber, dass der Eimer sich weiter füllt und das ist ja das Wichtige. So, und mal in die Runde gefragt, wer kann sich mich als Counter-Strike-Spieler vorstellen? Jetzt geht's los. 90%, 99%, ja okay, eine Schaufel noch. Aber wer kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich da überhaupt jemanden treffen würde? Nur mal rein hier im Chat, ne? Auch wenn ihr auch das LS raus müsst oder... Das war ja gerade coole Grafik eigentlich, ne? Von so sieht das ja cool aus. Selber spielen. Ich muss erstmal raus. 98%, 99 und 100. Ah. So, ich glaube, das wird der letzte Eimer, den wir dann füllen. Dann müssen wir noch alles, ne? Schön hier einen Magnetitabscheider jagen und alles nochmal waschen. Ich würde lustig finden, würde auch wohl mitzocken. Das wäre nice, dann wären wir schon zwei Westfalen Arabios. Ich würde es aber, wenn ich also Counter-Strike zocke, streame, demnächst irgendwann, wird es nur auf Twitch laufen. Ich meine, YouTube, die YouTube-Kollegen, glaube ich, sind eh alle nicht so für Counter-Strike zu haben. Sollte ich da anders liegen, können wir es irgendwann anders machen, aber das wäre tatsächlich mal was, wo ich sagen würde, gut, kommt. Dann schmeiße ich nur bei Twitch an. Da ist es auch mit der Altersfreigabe, glaube ich, nicht so wild. Und ich glaube, die meisten, 99% der Stammzuschauer, nenne ich mal so, die haben eh keinen Bock auf Counter-Strike. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß noch nicht, ich habe da überhaupt keinen hier Dings. Ich glaube, man kann sich gar nicht suchen und finden da, oder? Ich meine, das müsste man natürlich gucken. Schöner ist natürlich manchmal, wenn man, weiß ich, wie viel Erfahrung hat Westfalen Agrar mit Counter-Strike. Dir auch mal gar nicht vorstellen. Absolut nicht meine Spielrichtung. Auch gut. Also ich habe tatsächlich ja alles schon durch, sozusagen, was an Spielen, glaube ich, angeht. Das ist auch nicht ganz richtig. Aber wie ich ja schon mal sagte, Counter-Strike habe ich damals als 18- bis 20-, 22-Jähriger gesuchtet. Da kam, da war es das ja auch noch, also neuer Titel.
Heute ist das ja Wahnsinn, wie alt das schon ist eigentlich. Und es sind immer noch die gleichen Karten wie damals, nur mit einer anderen Grafik. Schockte schon irgendwie in den letzten Abenden, bin ich da mal ein bisschen rumgelaufen, habe mich ein bisschen Kanonenfutter gespielt. Ab und an habe ich auch jemanden getroffen. Auch erledigt. Aber ist natürlich schon eine andere Nummer. Aber es lief besser, deutlich besser als dieses Apex Legend, was wir mal angetestet haben zusammen. Das lief ja gar nicht mal so gut. Da war nur Kanonenfutter und in Counter-Strike sieht das noch ein bisschen anders aus. Ob vielleicht noch nicht, das ist wie Fahrradfahren, so nach dem Motto, ne? Verlernt man nicht komplett. Muss man nur erstmal sich wieder dran gewöhnen. Also das ist auch ein Reaktionstraining, würde ich fast sagen. Das ist echt so. Und hier brauchst du bei LS und bei dem Baggerspiel hier, ne? The Gold Rush the Game, da brauchst du keine krasse Reaktion. Da brauchst du eher vielleicht sogar noch bei King of Retail Reaktion, wenn du schnell zur Kasse eilen musst, damit du die Leute abkassierst. Counter-Strike ist ja gar nicht meine Art Game, aber jedem das, was ihm gefällt. Ich finde auch, jeder sollte, das ist auch, ne, das soll man nicht verteufeln. Das hat auch mit, weiß ich nicht, ne, mit den Sachen, die dann teilweise da rumgehen, nichts zu tun. Das ist immer die Vernunft des Spielers im Zweifel, ne? Wenn man dann, wenn es dann wieder heißt nach dem Motto, der hat irgendwelche Ballerspiele gespielt und ist durchgedreht. Das, wie gesagt, gibt's ja solche und solche. Dass jemand, der durchgedreht ist, vor LS gespielt hat, also noch sehr Motto. Da berichtet keiner drüber. Moin moin. Gutes Piratengame zocken. Was war denn ein gutes Piratengame? Da habe ich tatsächlich nie was von zockt. Wüsste ich jetzt auch nix. Circa 200 Stunden Spielzeit, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann es ja, ist ja auch schon ein bisschen was erreicht. Aber es wird eine späte Geschichte werden, ne? Wie gesagt, ich habe ja derzeit keine. Muss ja nicht so früh hoch. Und wenn, dann kann es sein, dass ich abends um 11 mal den Stream anschmeiße und dann irgendwie noch 2 Stunden Counter-Strike zocke oder 3, je nachdem. Auf jeden Fall moin moin Lukas, danke für spätes Reinschalten. Du hast verpasst, dass heute nichts kaputt gegangen ist, oder? Das muss man mal sagen. Ich will natürlich auch die Zuschauer nicht vergrätzen, so nach dem Motto. Ne? Von wegen, oh, jetzt spielt der Counter-Strike. Jetzt finde ich den nicht mehr gut, so nach dem Motto. Das wäre natürlich traurig, aber ich glaube, wer das so denkt, das ist dann so. Ne? Das muss man dann auch sagen. Dass es nicht jeder gut findet und nicht jeder guckt, finde ich auch voll in Ordnung und auch gut. So sind ja nun mal die Geschmäcker verschieden. Dafür spielen andere denn Leute wahrscheinlich noch Spiele, die ich nie spielen würde. Was sind denn irgendwelche Weltraumgeschichten, die nicht so meins sind? Zum Beispiel. Ansonsten ist es teilweise einfach nur Zeit, ne? Sonst würde ich fast alle spielen wahrscheinlich. 81% der Eimer. Komm, aber kriegen wir gleich noch 2 Schaufeln hier von dem guten Material. Was hast du über Steam, oder? Jo, habe ich über Steam. Die 1.3, glaube ich, von damals. Gar nicht. Muss auf CD gewesen sein, da gab es noch keinen Steam. Counter-Strike 1.3. Müsste ich bei Google mal eingeben, wann war das denn eigentlich? Counter-Strike 1.3. In welchem Jahr? Hat das jemand Bock einmal einzugeben? Counter-Strike 1.3 auf Google? Dann wüsste man, welcher Jahrgang das war, wo ich das gesuchtet habe. Wie alt ich da war, könnte ich dann natürlich euch ausrechnen. Oder eher gesagt, wie jung. Sind schon bei. So, letzte Schaufel für heute, liebe Leute. 90%, das reicht. Bagger aus, Licht aus, aussteigen. Was habe ich denn noch wieder auf die Taste gedrückt? Stopp, 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 stopp. Satisfactory. Ja, das ist auch so ein bisschen ein kleiner Shooter-Anteil, aber natürlich auch ein bisschen bauen und so, ne?
sieht ein Stück weit auch interessant aus, aber ich bin nicht dieser, so dieser Freund, dass es geht für mich so ein bisschen auch in dieses Science-Fiction rein. Wie findest du es auf Ansätzen gut? Ich würde es auch mit Sicherheit spielen, wenn es sonst nichts geben würde. 100 Pro. Aber da es ja sehr, sehr viel andere Auswahl gibt, spiele ich dann eher anderes. Ich habe mir sogar Mega Aquarium letztens gegönnt, in Anführungsstrichen, wo es im Angebot war. Das ist auch ein Aufbauspiel, ne? Wo man großen Aquarium, so ein Aquarium-Park oder was, wie nennt man das? Einfach ein Aquarium aufbauen soll. Aber auch noch nicht zugekommen, das anzuspielen. Das sollten wir einen Eimer auch mitnehmen. Ab auf die Ladefläche. Da müssten ja zwei sein, ne? Schon mal Rainbow Six Siege. Ne, habe ich nicht gespielt. Warum baust du denn die große Pumpe auf? Wann? Achso, weil nächstes Mal vielleicht. 12. September 2001. Wisst ihr, Counter-Strike 1.3 kam am 12. September 2001. So, wer ist jünger? Ich glaube, die meisten sind älter. Aber ist krass, ne? Das muss man überlegen. Wir haben jetzt den 17.05.2020. Krass. Das ist echt krass. Ja, ich würde sagen, ich war 19 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und es gab das Spiel schon ein bisschen länger. Ich bin auch nur durch einen Klassenkameraden drauf gestoßen, weil die haben das auch immer gesuchtet. Das war jemand von der Insel Föhr. Ne, das waren sogar zwei von der Insel Föhr, die mich da drauf gebracht haben auf das Spiel. Und wie gesagt, wir waren zusammen in der weiterführenden Schule-Klasse. Und da haben wir dann immer, weil wir auch hier Computerunterricht hatten schon damals, gab es ja tatsächlich auch schon die ersten Internetgeschichten. Wahnsinn, oder? Und wir hatten ja auch schon Computerraum. Wir haben ja, das war wie gesagt, das kaufmännische Assistentenschule gewesen. Oh. Und da ging es natürlich ja um kaufmännische Berufe erlernen sozusagen und alles, was dazugehört. Da hatten wir natürlich auch Computer schon. Und da gab es tatsächlich online schon Bestenlisten. Das gab es schon. Ist heute fast unvorstellbar. Oder einfach, also heute ist es eigentlich gang und gäbe. Für jedes Spiel gibt es irgendwelche, fast irgendwelche Bestenlisten oder was auch immer. Aber das waren noch Zeiten. War nicht so easy mit Google oder keine Ahnung. So. Aber Counter-Strike gab schon, war schon online gegeneinander. Gute Nacht, danke fürs Einschalten. Und froh schaffen natürlich trotzdem mal. Gerhard ist jünger, aber auch nicht viel. Okay. Okay. So. Also, neun Eimer Keynote können wir uns heute gönnen. Das lohnt sich. Jetzt würde ich erstmal die Versorgung hier anschalten. Strom. Pumpe. Ne, den Wasserturm habe ich nicht repariert, weil das irgendwie 100.000 kostet oder so. Das fand ich ein bisschen happig. Bisher. Das ist irgendwie budgettechnisch ganz schön viel. Weil wir haben nur 131. Wir haben natürlich 52 Unzen Gold. Umgerechnet 60.000, minus natürlich Kosten. Aber gut, wir arbeiten ja dran, das ist Mehrwert und das machen wir jetzt. Die letzten knapp zwei Stunden sollen sich ja gelohnt haben. Die 1.0 kam am 8.11.20, also mit 2000. Ja, das kommt ja auch ungefähr hin, da war ich dann 18. Da waren die Reaktionen echt noch anders. 53 Unzen Magnetit. Aber das ist bei mir auch so, ich würde es, wie gesagt, wie schon erzählt, ich würde es nur auf Twitch streamen. Aber das ist auch das Schöne, ich bin es mir dann in Anführungsstrichen egal, ob 5 Leute oder 10 Leute zugucken. Ich freue mich natürlich über jeden, der zuguckt, wenn es auch nur 2 sind, so ungefähr. Dementsprechend. Deswegen spiele ich nur das, was sozusagen nur geguckt werden würde auf meinem Kanal. Da würde ich natürlich nur LS spielen können, wenn man danach geht, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also das. Es gibt Leute, die machen das, aber ich mache das nicht.
Ich finde von allen so ein bisschen macht auch mehr Spaß, ist mehr Abwechslung. Und einfach mal was anderes. Bringt auch Energie dann wieder für Modding und so, ne? Das muss man auch sagen. Geht nämlich auch weiter auf der Vierfachkarte. So ein paar kleine Verbesserungen hatte ich jetzt ja schon mal erwähnt, glaube ich, in der Nachmittagsfolge heute. Und weitere Infos im Laufe der Woche. Mal gucken. So, jetzt aber konzentrieren hier nicht, dass wir irgendwas komisch irgendwo hinkippen. Bisschen was, wir können ja zwei Eimer, können wir auch schon direkt hereinkippen. Können wir noch einen Eimer wieder gebrauchen. Ohne den wird es aber schwer mit der großen Anlage. Was hast du denn schon? Ach so. Ups, brauche ich nicht stoppen, habt ihr gesagt. Ist der Konzentration. Nee, nichts mehr reinkippen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber gut zu wissen. Kann natürlich sein. Wir kaufen ja alles auch erst am letzten und vorletzten Wintertag, weil das alles viel, viel günstiger ist. Die ganzen Maschinen. Ich weiß nicht, ob es auch für den Wassertank auf dem Claim geht oder ob der einen Fixpreis hat. Das weiß ich nicht. Ups. Befolgt beim Cleanout. Das Ergebnis schaue ich mir morgen an. Wünsche eine gute Nacht. Danke dir. Auch so. Danke für Nachtruhe. Danke für die Produktionsübersicht. Sehr schön gemacht. Spaß rein. ...17% Magnetit in dem Eimer. Das war auch nicht schlecht. Alles leer, ne? War's dann. Das auf Tank hat Festpreis, okay. Hätte ich zuerst von den Maschinen auch gedacht, aber schon krass wieder schwankt. Also mal fast das Doppelte so ungefähr. Gut. Ein Eimer haben wir noch. Das war nochmal ordentlich Magnetit gewesen. Würde mich aber auch interessieren, wie viel das ist. Ich glaube, das fahren wir auch noch weg. 19% sind mal so 40, 50. Das ist. Ich weiß nicht, ob es schon reicht für eine Verbesserung. Ich glaube nicht, ne? Ja, mal los. Start bei 52 Unzen. Sollten es knapp werden, ne? Nicht das beste Material, was wir durchgejagt haben, also wahrscheinlich landen wir bei 40, wa? Wer glaubt, dass es mehr werden als 50 oder 40 Unzen. Aber da ist auch kein Eimer mehr mit irgendwas drin, ne? Doch. Was war dem denn los hier? Okay. Kommt der denn noch her? Ich
weiß nicht, ob das hier verbaggert, ob das Baggermaterial ist. Oder von der Erde ist. 57 Unzen, sagt Sebastian. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Schreibt gerne rein, liebe Leute. Ja, haben wir noch einmal gefunden hier. Auf Gramm umschalten. Ja, der eine möchte Unzen, der andere Gramm. Ich bleib heute jetzt bei Unzen. Mich nervt das höchstens bei den Schlauchlängen, dass es im Feed angegeben wird und nicht in Meters. Dass man das nicht beides voneinander trennt. Aber Gold finde ich in Unzen auch ganz cool. Weil die das in D-Max auf der Serie ja auch immer so machen. Da wiegen die ja auch nicht in Gramm. Alter. Nicht, dass da auch noch was drin ist hier. Nee. Gleich 70 Unzen. So. Alex sagt 70, Hauke 52, Lulu 62. Ich glaube, na, weiß ich noch. Ja, irgendwas zwischen 40 und 50. 20 haben wir gleich, ne? Und 4 Eimer stehen hier noch rum. Master 57 plus. Sehr gut. Drei Eimer noch. Knapp, weil wir haben echt nicht besonders gutes Material gewaschen, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Wir haben gerade des Goldes. Ich glaube, hier in diesem Bereich waren wir eigentlich unterwegs. So sieht. Aber immerhin, gleich haben wir 30 geknackt. Ja, also 40, also naja, 40 werden das wohl. Unzen aus einem Eimer. Das ist heftig. War ja praktisch pures Magnetit oder wie? Ja, 30 Unzen haben wir, also wie gesagt. Wir fahren auch Magnetit gleich noch weg. Dann mal zu gucken. Letzter Eimer. Ist schon der letzte Eimer, ne? Boah. Kommt ziemlich gut hin mit 40. Unter 40, sagte Andreas. 52 Hauke, also Alex war wieder sehr positiv, leider zu positiv. 40,88. Aber immerhin. Also ich finde für 2 Stunden, wir haben jetzt auch fast genau 2 Stunden heute. Eine Punktlandung. Alte Demo. 93. Aber das ist wieder eine Menge, was wir schmelzen müssen. Ne? Also mich interessiert jetzt einfach nochmal, was kosten die nächsten, was bringen die nächsten 4 Verbesserungsstufen, die es gibt, wie viel Magnetit bringt das, was wir hinten im Eimer drin haben. Schmeißen wir einmal einen Anhänger und kippen raus. Und hoffen, dass nicht noch auf dem Weg jetzt was kaputt geht. Ich glaube, der Magnetitanhänger da, diese hier, der Abkipper, wollte ich gerade sagen, die Verriegelungsgeschichte hinten, kann auch abreißen.
Okay, Alex. Also ich würde mich auch freuen, wenn es so viel gewesen wäre. Das ist er. Was krass, ne? Das sind nur 2%. Das ist so viel. Ja, ich stehe im Weg. Falls, lass mich da runter. So, was haben wir jetzt? 184 Unzen. Jetzt sind es 1274 Unzen. Das reicht alles natürlich noch nicht für die nächsten Stufen. 93 Unzen ist gut, da wird uns aber auch natürlich wieder viel von abgezogen, weil wir Cleanout gemacht haben, heißt es natürlich auch hohe Kosten. Wir müssen wieder ordentlich an den Claim-Eigentümer abdrücken und Pacht. Und abschließend fahren wir jetzt nochmal zum Melzer. Mal gucken, wie teuer die nächsten Magnetitstufen sind. Somit geben wir noch einmal zum Schmelzen mit für die letzten Minuten. Ein voller Eimer sind 10%, okay. Ich glaube, man braucht noch deutlich, deutlich mehr für die nächsten Stufen. Also zumindest was Kosten und Mengenverlust pro Schmelzvorgang angeht. Die Stufen sind deutlich, deutlich teurer. Verbessern. So, die Zeit würde genau das kosten, so ungefähr, was wir haben. Dann würde er schneller schmelzen. Die nächste Kostenstufe braucht 2469, also ziemlich das Doppelte. Das heißt, zwei komplette Streams, mindestens nochmal, eher drei, glaube ich, um da eine Stufe in den Kosten zu senken. Oder den Goldverlust, der kostet sogar nochmal das Doppelte. Die Menge Kleinofen kaufen kostet 1700, wir haben 1200, immer noch viel zu wenig. Das ist absehbar, dass wir das nicht so locker schaffen. Ne? Ich meine, die Zeit ist auch relativ, die kriegen wir ja schon rum. Das ist gar nicht mal so das Problem. Aber Verlust immer und die Kosten, das haut schon rein. Bisschen Gold sollten wir natürlich auch auf Tasche bewahren, aber damit immer schön bezahlen können, wenn wir Ertrag haben. Alles schmelzen sollte man nicht. Und Andreas war ja knapp dran, ne? Mit unter 40 werden 40,88. Aber schon ziemlich nah dran. So, jetzt können wir natürlich noch die ganze Zeit noch ein bisschen entspannt schmelzen. Der Wasserturm kostet auch 100.000 oder so war das, ne? Das ist ja auch echt 150 oder ich weiß das nicht mehr. Wobei so schlimm kann es bei uns ja nicht werden. Weil wir die meisten Geräte nachher kaufen können. 150k kostet das sogar, ja krass, ne? Und wenn wir dann ein paar Tage keinen Ertrag machen, ist es auch nicht so schlimm. Ja, schmelzen wir genau ungefähr das, was wir heute verdient haben. Geht dann schön hinten auf die Ladefläche wieder rauf. Sehr sicherer Transport für Gold.
Bei der ganz großen brauchen wir den, okay. Also gut, die ganz große werden wir uns wahrscheinlich noch nicht gönnen. Im flachen Bereich habe ich das meiste Magnetit bekommen, okay. Ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt gefühlt ein bisschen mehr Magnetit mit besserem Material. Aber das war, ist glaube ich auch alles irgendwie im Minimalbereich, ne? Die Unterschiede sind glaube ich echt minimal. Einen schmelzen wir noch, den Restgold behalten wir für die nächsten Tage. Dann haben wir drei Baren. Drei Baren sind ja ca. 60.000 wert, ne? Das dauert mal wieder einen Augenblick. Vier Minuten, okay. Nehmen wir den noch mit, verhökern das Ganze. Und dann soll das man so. Was ist stürmisch hier? Wo bei uns im Norden war es heute auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch war, aber bei uns durch Wind echt ganz schön hustig und nicht schön. Kurz einen Regenschauer gab es auch noch. Nicht wirklich schön für Mitte Mai. Globale Erwärmung lässt grüßen hier im Norden. Aktuell nicht der Fall. Ich möchte gleich noch eine Sache testen. 5 Minuten haben wir noch, ne? Vollpreis, ob das nur 10 weniger ist oder das. Ach, geht keinen großen Unterschied. Kredite brauchen wir nicht. 3 Stück haben wir ja, genau. Bin sehr sicher, dass ich das verkaufen möchte. Dann haben wir 197.000 und noch 33 Unzen Gold. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich wollte jetzt eigentlich zum Claim zurückeiern und noch einmal eine Nacht schlafen und mal gucken, ob was passiert oder ob wir immer noch bei 10 Tage bis Winter hängen, weil dann ist irgendwas komisch. Eigentlich müssen wir ja gleich 8 Tage bis Winter haben. Das Gold auch erst am Ende der Saison verkaufen, dann ist der Preis ein bisschen besser oder wie? Wahrscheinlich auch einfach, ne? Wie gesagt, 10 mehr oder in Wirklichkeit müsste aber 1600, 1700 stehen, der aktuelle Goldpreis. Der Belanderwind. Gerade rechtzeitig zum Goldverkauf hier noch reingeschaltet. Knapp, passt aber. Gut. Zurück auf den Claim, bisschen Geld haben wir gemacht. Das ist nicht schlecht. Reicht aber natürlich bei Weitem noch nicht für das, was wir alles brauchen. Ne? Also dementsprechend klar, wir sollten nicht nur schlafen, aber trotzdem würde ich gerne ein paar Tage vorankommen.
Licht ausmachen. Sonst ist die Batterie kaputt. Welches Gold willst du verkaufen? Weglauf. Hat er sich gegönnt. Bis zur Dämmerung. Ja, jetzt stehen auf einmal 8 Tage, bis wir da. Und wir müssen 12 Unzen abgeben. Oh, so krass. So viel. Da haben wir nur noch 21 Unzen. Naja, so schnell waren sie weg. Puh. Mehr Folgen LS19? Nee. Sieglinde. Da war nix. LS19 gab es heute 2 Folgen, morgen eine Folge. Und wie gerade eben schon gesagt, müssen auch mal andere Sachen gespielt werden. Also spontan wahrscheinlich dann irgendwann demnächst. Heute Nacht glaube ich nicht. Weiß ich aber noch nicht. Überlege ich mir gleich spontan, ob ich noch Counter-Strike auf Twitch streame oder auch nicht. Werdet ihr sehen im Zweifel. Ich danke natürlich hier fürs Zuschauen bei Gold Rush The Game. Morgen 11 Uhr für diejenigen, die Bock haben, eine Runde King of Retail auch nochmal als Livestream. Wahrscheinlich aber letztmalig Livestream King of Retail. Dann wieder ganz normal folgen, so wie jetzt am Wochenende eben auch von King of Retail. Kann höchstens sein, dass ich nochmal einen Tag einlege, ne? Aber eigentlich ist das wieder ganz normal Folgen geplant und nicht der Vormittag. Aber morgen um 11 Uhr nochmal King of Retail. Und ja, von daher würde ich sagen, insgesamt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Rest, schönen Rest Sonntagabend wünsche ich natürlich allen. Und ja, den anderen werden wir dann noch sehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.